Hallo, willkommen zu meinem Freizeitkanal. Heute kein Kajak, heute eine Radtour. Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll was für Knie tun, also wieder ein bisschen Radfahren. Und ja, diese Regenjacke habe ich nur drauf an, noch an, weil es echt schattig ist. Heute Morgen 8:30 waren es, glaube ich, 1 Grad. Was jetzt ist, weiß ich nicht. Leichter bedeckter Himmel. Hinten ist blau, vorne nicht so. Mal gucken. Aber kurze Hose. Heute geht es zu einer Tour Monsillenburg, Nähe Wellen-Beverstedt und auch zum See. Und ich habe mir jetzt auch so ein Komoot-Teil da angelegt, so ein Account, da kann man die Tour nachverfolgen. Hin und zurück sind es, glaube ich, 45 noch was Kilometer oder 46 Kilometer. Das ist für die erste Tour dieses Jahres natürlich schon viel. Mal gucken, wie weit ich das schaffe. Ja, los geht's an diesem Wanderparkplatz, Teufelsmoorstraße, Ecke Günnemoor. Und da ist auch der Teufel, die alte Torfbahn ist hier auch, kann man ganz gut parken. Ausreichend Parkplätze, ideal. Ein paar Bänke stehen hier auch noch, sieht man, glaube ich, hinter mir, wenn man sich ausruhen will oder für die Fahrt vorbereiten will. Okay, jeden Tag ein Abenteuer, los geht's. Der erste Hügel, ich liege bei 10 km/h noch. Das haut jetzt voll rein. Ey. Oh. Ich bin noch nichts mehr gewohnt hier mit dem Radfahren. Und der Komoot sabbelt die ganze Zeit, bla, abbiegen da. Ich weiß erstmal, wo jetzt eine Tankstelle ist. Da fahre ich erstmal hin. Scheiße. Ja, jetzt, ich bin noch nicht lange gefahren, aber Kaffee trinken ist echt, echt gut jetzt. Ja, wer jünger ist, schafft vielleicht mehr. Für mich ist die erste Radtour, egal, pfeift drauf, weißt du. Hauptsache, ich bin draußen, Hauptsache, ich mache irgendwas. Wie schnell ich irgendwo hinkomme, ist mir in meinem Alter schon langsam egal. Hauptsache, ich komme noch heute noch an. Aber erstmal Pause. Ja, mit dem neuen Kaffee geht das alles ganz gut. Die Brille habe ich jetzt aufgesetzt, damit es schön aussieht. Alles schön gelb. Nee, das zieht an den Augen mit der kleinen Brille immer. Und diese Brille ist dafür echt besser geeignet. Ja, hinter mir zu sehen, das ist der Gieler Bach. So. Und früher hieß das hier auch noch Alte Hamme.
Irgendwann ist es umbenannt worden, Gieler Bach. Und wie gesagt, der fließt nachher in die Hamme, Zufluss der Hamme. Wenn man jetzt mit dem Kajak fahren würde, würde man auch irgendwann hier ankommen. Ja, schon erreicht. Ich bin eigentlich nicht kaputt. Es scheine noch eine ganz gute Fitness zu haben. Und Monsilnenburg, ja, da gibt es keine großen Unterlagen für, wann das erbaut wurde. Es gibt einen Hinweis, könnt ihr unten gucken bei Wikipedia. Dieses Komoot-Ding sabbelt, ey, bla bla bla. Die haben die Tour verlassen, bla.
Ey, schalte ich gleich erstmal aus. Aber ich will ja gleich noch zum See fahren, der in der Nähe ist. Teilweise ist die Zubewegung echt schlecht. Da oben liegt echt Holz ohne Ende. Da kann man auch nicht rüberfahren. Die Äste verhaken sich dann im Rad. Ja, Monsillenburg. 1212 soll das hier wahrscheinlich dann erstürmt worden sein. Und die Wälle waren ziemlich breit und ziemlich hoch. Ich meine 25 Meter Breite und 3,20 Meter Höhe war der große Hauptwall. Davor war noch ein anderer Wall gelagert, plus Wassergraben, weil hier an zwei Seiten die Lune noch vorbeifließt. Und der Graben konnte dann entsprechend da hier auch geflutet werden. Die Welle selber kann man mit der Kamera gar nicht so gut aufnehmen. Da muss man echt selber mal hier sein. Das geht richtig so hoch und runter. Das sind immer noch ein paar Meter, die das hier sind. Ja, ich bin froh, hier zu bleiben. Hier zu bleiben. Nein, hier will ich nicht bleiben. Ich mache erstmal Frühstück. Jetzt haben wir es. Moment. Kann ich gleich erstmal die Jacke ausziehen. 1 Uhr. Ja, Tatsache, 1 Uhr. Aber es war eine coole Herfahrt hier. Bis gleich zum See. Ansagen von Komoot sind echt lustig. Du hast die Tour verlassen, die Tour liegt hinter dir. Bitte bieg rechts ab. Das Mäuschen von Komoot. Die Tour liegt jetzt wieder vor dir. Du hast den Weg verlassen. Mann, ey, echt lustig. Gibt es auch eine andere Stimme für? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hätte gerne eine andere Stimme dafür. Ah. Gleich sind wir am See, hoffentlich, am Baggersee. Ja, geschafft. Kieswerk war das mal. Ist auch abgesperrt, große Videoüberwachung, bla bla bla, aber einmal Einheimischen haben mir die Info gegeben, da ist so ein kleiner Schleichpfad über den Hügel rüber. Habe ich auch schon gesehen, da schiebe ich gleich das Rad rüber und dann mal gucken. Ja, muss man auch mal ein bisschen was Illegales machen, oder? Sind ja eh am Motocross fahren. Das werde ich mir mal angucken. Ja, angekommen am See, toll, schöner großer Baggersee. Kann man vielleicht auch 5 Minuten drauf Kajak fahren. Dann ist man am anderen Ende. Ja, ziemlich laut hier, auch einiges an Leuten da. Wie gesagt, jetzt kommt wieder einer da. Ja, ich mache hier jetzt noch eine kleine Pause und den Rückweg werde ich natürlich nicht filmen. Ist langweilig. Dann kann ich auch mal das Komoot-Ding ausschalten. Das brabbelt mir echt zu viel. Sie haben die Tour verlassen. Bitte fahren Sie links. Nächste links. Bitte umkehren. Mein Gott, ey. Wenn ich das alles befolgt hätte, wäre ich heute noch nicht hier. Lalalala.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion in ersten Art und Weise, chill Momenten leise. Perlenkrone, der Droge der Begeisterung, bergauf, mein Antrieb und Schwung. Na? Dass du das Größte für mich bist. Ja, nochmal ich. Tourende geschafft. Ja, komischerweise, mein Sigma Tacho zeigt über 50 an und der Komoot 47 noch was. Wahrscheinlich hat er die ursprüngliche Tour genommen, weil ich bin ja ein paar andere Wege noch gefahren. Vielleicht sind ein paar Kilometer mehr drauf gekommen. Aber 50 Kilometer für die erste Tour ist völlig in Ordnung für mich. Ja, ich spüre meinen Hintern, ich spüre meine Knie, ich spüre meine Handgelenke. Naja, das wird sich geben, wenn ich mehr fahre. Ja, das war's jetzt. Ich lehne mich gleich erstmal hin. Gleich mal Rad nach Hause bringen und dann. Na gut, alles klar. Bis demnächst. Mein Freizeitkanal ist bereit für euch. Tschüss.